Wegen der angespannten Sicherheitslage hat das Auswärtige Amt nun alle deutschen Staatsangehörigen im Libanon aufgerufen, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Bundesbürger, die sollten sich zudem in einer Krisenvorsorgeliste registrieren lassen, das erklärte das Ministerium. Eine Eskalation im Libanon, die sei nämlich derzeit nicht auszuschließen. Das Auswärtige Amt hat damit auf die verschärfte Sicherheitslage in dem Land nach dem Anschlag auf den ranghohen Hamas-Anführer al-Aruri und weitere Mitglieder der Terrororganisation reagiert. Und die libanesische Hezbollah-Miliz macht Israel ja dafür verantwortlich und hat Vergeltung angekündigt. Von Israel gibt es bisher keine Stellungnahme dazu. Hezbollah-Chef Nasrallah erklärte, im Moment kämpfe man an der Front auf kalkulierte Weise. Sollte Israel jedoch einen Krieg gegen den Libanon beginnen, dann werde die Hezbollah ohne Einschränkungen eingreifen. Seit dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober gibt es im israelisch-libanesischen Grenzgebiet immer wieder Gefechte und auch Luftangriffe. Zugeschaltet aus Tel Aviv ist uns nun Professor Shlomo Spiro, Geheimdienstexperte und auch Direktor am Europa-Institut an der Bar-Ilan-Universität in Tel Aviv. Einen schönen guten Morgen, Herr Spiro. Shalom. Guten Morgen. Ja, es gibt nun Drohungen. Die Situation ist relativ angespannt, auch in Richtung Israel. Haben wir das von der Hezbollah jetzt noch mal gehört? Wie würden Sie diese aktuelle Lage einschätzen? Ich wurde gestern Nacht von der Meldung des Auswärtigen Amts nicht überrascht, da die Lage in Südlebanon, das ganze Gebiet südlich von Beirut bis zur israelischen Grenze, viel angespannter ist. Vielleicht wollte man in Berlin auf eine Nummer sicher gehen, wie man es auch in Israel Anfang des Krieges im Oktober gemacht hat, auch mit der Abbrechung aller Flüge von Lufthansa und andere Fluglinien nach Israel. Ich fand das ein bisschen merkwürdig, aber verständbar. Es gibt zwar Kämpfe an der Grenze, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Sache kann natürlich aber jeden Tag explodieren. Wir sehen drei gleichzeitige Konflikte jetzt im Nahen Osten, nämlich den Krieg zwischen Israel und Hamas im Süden, der Konflikt Hezbollah und Israel im Norden und der Konflikt der Houthis in Jemen am Roten Meer. Alle sind zusammen verbunden, zusammen zu betrachten, aber in jeder Region kann es auch eskalieren. Herr Professor, es ist ja mit Spannung auf die Reaktion des Hezbollah-Chefs gewartet worden nach dem Attentat auf die Nummer zwei der Hamas-Terroristen in Beirut. Wir wissen immer noch nicht, wer dahinter steckt, aber aus Ihrer Expertise, könnte es tatsächlich so sein, Israel schweigt, aber dass Israel tatsächlich diesen Militärschlag vollstreckt hat? Ich habe kaum Zweifel, dass das israelische Militär durchgeführt hat, dieser Anschlag auf der Meisterterrorist Ahuri. Der war schon auf der Liste der israelischen Geheimdienste eine längere Zeit, was nach Ausbruch des Krieges mit Hamas sogar verschärft wurde. Und auch israelische Militärchefs und der Mossad-Chef selber hat gesagt, keiner der Hamas-Anführer, die für den schreckliche Anschlag des 7. Oktober zuständig ist, kann in den Rest seines Lebens in Ruhe leben. Das ist schon ein klare Zeichen. Aber die Reaktion von Hezbollah ist sehr gemäßigt. Sie erklären ja keinen Krieg gegen Israel oder feuern keine großen Raketenangriffe. Sie tun nur die minimalste bis jetzt. Und wir müssen uns daran erinnern, dass hinter der Kulissen nicht nur Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Hezbollah und Hamas besteht, sondern eine große Anfeindung. Die Hezbollah sind Schiiten, die Hamas sind Sunniten. Und das ist schon eine tiefe Kluft zwischen die beiden. Ja, da ist bisher nichts Konkretes gekommen. Nun will sich Nasrallah morgen am Freitag dann nochmal äußern. Aber die Frage, die dahinter steckt, Herr Spiro, ist ja eigentlich auch, hat denn irgendjemand ein ernsthaftes Interesse daran, das wirklich noch weiter eskalieren zu lassen? Ich glaube eher nicht, aber im Nahen Osten haben wir immer wieder gesehen, leider, dass Eskalation auch ohne Interesse plötzlich stattfindet. Es bedarf nur einer fehlgeschlagenen Hezbollah-Rakete, die zufälligerweise auf eine israelische Schule schlägt mit 20 tote Kinder oder umgekehrt vielleicht eine
eine Fehlanschlag auf Beirut, auf die andere Ziele trifft. Also wir müssen schon vorsichtig sein. Eskalation ist nicht gewollt, glaube ich, von allen Seiten. Und das können wir auch heute Morgen durch der Rede von die iranische Führer Khamenei, der plädiert für, und ich zitiere, strategische Geduld. Zitat Ende. Strategische Geduld bedeutet nicht unbedingt sofort Krieg oder Kriegsverhandlungen. Aber angespannt bleibt die Lage immer noch. Und die Drohungen, die bleiben entsprechend auch. Herr Spiro, vielen Dank für Ihre Analyse direkt aus Tel Aviv. Dankeschön. Danke sehr. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.